So, ich habe das Vergnügen, noch einen zweiten Kulturbeitrag ankündigen zu können von jemand, der der Friedensbewegung schon lange verbunden ist, der die Friedensbewegung auch gegen ganz viele ungerechtfertigte Angriffe verteidigt hat, der uns medial unterstützt hat mit Weltnetz TV, der tolle Songs geschrieben hat, der jetzt bei uns auftreten wird. Begrüßt mit mir Dieter Dehm. Ja, liebe Freunde, es ist toll, hier oben zu stehen, euch zu sehen. Es ist ein Lied aus der italienischen Partisanenbewegung, ein Liebeslied für die, die gegen Mussolini und Hitler gekämpft haben. Und da es ein Liebeslied ist, habe ich einen neuen Text dazu geschrieben, also nicht den, den ihr vielleicht zu dieser Melodie kennt. Und es ist ein leises Lied und ich singe es ganz besonders für die tapferen Frauen von der PKK, von den Kurdinnen und Kurden, die Jesiden verteidigen, Christen verteidigen gegen den IS-Terror. Und ich singe es ganz besonders gegen den Diktator Erdogan, der sich die Frechheit rausgenommen hat, deutsche Künstlerinnen und Künstler zu bedrohen, Abgeordnete zu bedrohen, uns alle zu bedrohen. Ich glaube, dass wir gegen diesen Diktator, für den die Drohnen auch gedacht sind, gemeinsam stehen. Das Lied heißt Bella Ciao, ihr kennt es ja. Aber ihr kennt es vielleicht mit einem anderen Text. Ich wollte es ein bisschen mehr auf das Liebeslied bringen. Man stelle sich vor, man hat eine schöne Frau im Arm und entscheidet sich bei 40 Grad minus in den Alpen, sie zu verlassen. Also Bella Ciao, so heißt das ja. Und dann mit den Partisanen am nächsten Tag zu kämpfen, obwohl man selber kein ausgebildeter Soldat, kein besonders guter Schütze ist. Und ich glaube, dieses Gefühl aus Scheiße, das muss auch in so einen Text rein. Denn keiner, der Krieg führt, der selber vorne an der Front steht, nicht die, die an Krieg verdienen, macht das gerne und macht das, weil es ihm im Blut liegt. Vielen Dank. Bella Ciao. In einer Version, wie es auch mein Freund Konstantin Wecker singt, und was ich vor 7 Jahren geschrieben habe. An ihrer Schulter, da wird es hell schon. Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Es war so warm hier, an ihrem Arm hier. Da draußen werd ich bald schon frieren. Kann nicht gut schießen und krieg schnell Angst auch. Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind. Sah Blut an Hütten, sah Frauen bitten. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Den kleinen Luca, der erst 14 Jahre war, ich hab zu lang nur zugesehen. Den kleinen Luca, der 14 Jahre war, ich hab zu lang nur zugesehen. Ihr in den Bergen, heut komm ich zu euch. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Wenn ich am Dorfplatz mal tot herumlieg, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 dann sagt der Priester statt einer langen Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur noch den Kuss hier, kommt einer nach mir. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr
verlassen muss. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe 81 ein Lied für die Friedensbewegung geschrieben. Das wollte nun Pascal Luig, den man auch mal hier erwähnen soll. Er ist gleichzeitig hier Koordinator und er ist Chefredakteur bei Weltnetz TV. Weltnetz TV kann man wirklich gucken. Macht Albrecht Müller auch mit. Macht Konstantin Wecker auch mit. Also weltnetz.tv, da machen wir Satire, da machen wir Infos aus Syrien, die auch ein bisschen anders klingen als vorhin die Infos. Also wir beteiligen uns jedenfalls nicht an einem Regime-Change-Strategie der NATO. Das Lied jedenfalls wünscht er sich, der Pascal, und deswegen können wir es gemeinsam singen. Von 1981, damals habe ich es noch geschrieben für die Putz, dann hat es Willy Brandt gesprochen auf einer Schallplatte mit Heinz-Rudolf Kunze, mit Senta Berger, Götz-George, und vielleicht singt ihr es mit. Was du willst, geht nicht ohne dich, drum sag bloß keiner, nicht mit mir. Mensch, komm und schaff dein großes Ich mit ran, mit rein bei unserem Wir. Klar, unser Weg ist elendweit, noch ältere Bilder fallen mir ein. Nur in Bewegung mit der Zeit siegt jedes Wasser über Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein, und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Ich sehe sehr ermutigend einige Lippen sich bewegen. Wenn die, die jetzt leise mitgesungen haben, laut mitsingen, die gar nicht mitgesungen haben, leise mitsingen, erreichen wir eine allgemeine Kulturniveausteigerung. Versuchen wir es mal. Das weiche Wasser bricht den Stein. Europa hatte zweimal Krieg, der nächste wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt und Kinder, die vor Hunger schreien, für Waffen fließt das große Geld. Doch weiches Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Monopoly, das kalte Spiel, soll Menschen bloß Figuren sein. Die Sieger kosten uns zu viel. Und jeder wird dabei zum Stein. Drum tanz mit uns auf unserem Fest. Lass zeigen, wie sich's leben lässt. Mensch, Menschen können Menschen sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Weiche Wasser bricht den Stein. Noch einmal. Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir leben in einer Zeit, in der die Spin-Doctors zu großer Fama auflaufen. Die Spin-Doctors in den Sprachlaboratorien, also die, über die George Orwell geschrieben hat, sie nennen das Kriegsministerium Friedensministerium.
Und als wir gegen den Vietnamkrieg waren, da sagten sie, wir wären anti-amerikanisch, obwohl Pete Seeger und Bob Dylan und viele andere auch gegen ihren Krieg ihre eigenen Regierungen gesungen haben. Und wenn wir heute Netanyahu kritisieren, dann sagen sie, ihr seid antisemitisch. Und wenn wir den Lissabon-Vertrag der Europäischen Union kritisieren, dann sagen sie, ihr seid antieuropäisch. Und wenn wir Volksfront machen, das heißt nicht, wie die übliche Linke, als mobiles Umerziehungslager durch die Weltgeschichte wandeln und uns wundern, dass die stehenden Ovationen ausbleiben und nicht jedem versuchen, sein Wort im Mund rumzudrehen, sondern sagen, außer Nazis arbeiten wir mit allen Demokratinnen und Demokraten zusammen, die gegen Krieg sind, dann nennen sie diese Volksfront Querfront. Das sind die Wortverwechslungen, mit denen sie versuchen, die Gesellschaft apathisch zu machen und stillzustellen. Und auf diese Wortverdreherei, die ja nur darauf zielt, Bewegung, und Bewegen hat etwas mit Freiheit zu tun, mit wirklicher Gedankenfreiheit. Übrigens, das muss man sich vorstellen, vorhin stand der frühere CIA-Mitarbeiter und hat mit uns das Lied Die Gedanken sind frei gesungen. Das war schön. Und ich kann mir schon den unglaublich cleveren Spin-Doktor und Journalist vorstellen, der im Umfeld bestimmter Homepages einer bestimmten adligen Dame in Frankfurt am Main, ich will den Namen nicht aussprechen, dann schreibt, aha, Frauke Petri hat auch Die Gedanken sind frei gesungen. Ja, glaubt ihr denn, dass wir dieser rechten Schrapnelle oder der rechten Bewegung dieses wunderschöne Lied überlassen? Nein, nichts überlassen wir den Rechten. Und deswegen streiten wir für Heimat und für unsere Heimat auch ohne Atomraketen. Natürlich, das ist wirkliche Heimatliebe, nicht der Mythos, wir seien besser als andere, sondern wir wollen unser Land, so wie andere, ihr Land von Atomraketen und Atomwaffen und Drohnenstützpunkten befreien. Und der Brecht hat diese Unterschiedlichkeit zwischen einer demokratischen Auffassung der eigenen Heimat und auch der Nation und dem Nationalismus, wo man glaubt, die eigene Nation sei besser als die andere, was keine ist. So schön in diesem Lied, Anmut sparet nicht noch Mühe, gestaltet dort heißt es, und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir es, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Und genau so ist es, das Liebste mag's uns scheinen, es ist nicht das Schönste, aber das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Und wenn wir mit dieser Demokratie, diesem solidarischen Begriff, in die Welt gehen, dann kann das niemals Chauvinismus und Imperialismus werden, sondern ist das Anti-Imperialismus und dann werden wir uns auf diesem gemeinsamen Nenner versuchen, noch viel breiter zu machen, als wir heute schon bereits geworden sind. In diesem Sinne vom großen Meister Bertolt Brecht das letzte Lied, was ihr auch gemeinsam singen könnt. Das Lied von unserer Waffe der Solidarität. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Auch ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die Heule. Stärke besteht, rein Hunger und dann Essen, vorwärts
nur nicht vergessen. Herzlichen Dank, Dieter Dehm.